Ihnen und der Präsident Hallmayr wurde ja schon vorher Lobbyismus für fossile Brennstoffe vorgeworfen. Sie haben ja unter anderem vorgerechnet, dass die Industrie 2040 vermutlich einen ähnlich hohen Gasverbrauch haben wird, wie er heute ist. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, dass wir weniger abhängig sind von dem Gas? Unlängst, Sie waren ja auch in Dubai, haben gesehen, was dort mit Sonne gemacht wird. So viel Sonne haben wir nicht, ist klar, aber wir haben zum Beispiel Wasserkraft. Muss man auch über Wasserkraft, Stauseen etc. neu diskutieren, damit wir andere Möglichkeiten haben, an Energie zu kommen? Ja, überhaupt keine Frage. Also ich würde auch gern, nur weil wir in der Wirtschaftskammer als Vertretung der österreichischen Wirtschaft immer wieder darauf hinweisen, dass wir sagen, Klimaschutz ja, aber bitte Klimaschutz mit Hausverstand und Klimaschutz vor allem weniger mit Verboten, sondern mit neuen Technologien. Deswegen sind wir weder Leugner der Notwendigkeit von Klimaschutz, noch wollen wir hier die notwendigen Maßnahmen verhindern. Ganz im Gegenteil, es stecken ja auch viele Chancen im Klimaschutz drin. Viele heimische Firmen verdienen in der Zwischenzeit gutes Geld mit diesen neuen Technologien, Photovoltaik und vieles andere mehr. Aber wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann haben wir eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu machen. Ich meine, wir machen im Moment schon 70% unseres Stroms, also unserer elektrischen Energie, aus erneuerbaren Energieträgern. Natürlich gesegnet mit Wasserkraft, aber durchaus zunehmend auch mit vielen anderen Energieträgern. Da ist noch einiges drin. Aber klar ist auch eines, wenn wir tatsächlich das Ziel erreichen wollen bis 2030, 100% Strom aus Erneuerbaren, das ist verdammt ambitioniert, zu haben, dann wird es Investitionen brauchen, dann wird es einen Ausbau der Wasserkraft brauchen, es wird viele Windräder brauchen, es wird viele zusätzliche Photovoltaikflächen brauchen. Die müssen produziert werden, aber sie müssen auch genehmigt werden. Finanziert werden sie schon, es gibt viele Förderungen, es gibt viel privates Geld, das da hineinfließen könnte. Aber da müssen die Genehmigungsverfahren schneller gehen und das kann nicht sein, wie da bei einem Wasserkraftwerk in Salzburg, dass das dann 8 Jahre dauert, das Genehmigungsverfahren. Da ist 2030 da und wir haben noch keine Kilowattstunde zusätzlich aus den Erneuerbaren gewonnen. Da muss einiges geschehen und vor allem, wir müssen auch technologieoffen an die Dinge herangehen. Ein Riesenpotenzial steckt im Wasserstoff. Sie haben schon recht, für Wasserstoffproduktion braucht man Strom. Unser Strom ist zu teuer dafür. Aber weil Sie gerade Abu Dhabi erwähnt haben, waren wir mit einer Vorarlberger Delegation dort, ein Riesenfeld in der Wüste an Photovoltaikanlagen. Und jetzt bauen Sie dort eine Wasserstoffproduktion dazu. Also mit diesem Sonnenstrom Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt, wenn wir gesagt haben, das sind Vorschaurechnungen von Wissenschaftlern, die gesagt haben, die Transformation im Energiemix und im Energiesystem und bis 2040 klimaneutral zu sein, heißt, dass wir natürlich einen riesigen zusätzlichen Bedarf an Strom haben werden und dass wir aber trotzdem im Jahre 2040 klimaneutral, wenn wir klimaneutral sein wollen, weiterhin die heutige Menge an Gas brauchen werden, weil bestimmte industrielle Prozesse ohne Gas nicht machbar sind. Aber es soll dann grünes Gas sein, entweder Wasserstoff oder Biogas, Biomethan, das man dann in dieselben Netze einspeisen kann, wie heute eben Erdgas. Drum haben wir gesagt, bitte verteufelt nicht einfach Gas pauschal. Es gibt unterschiedliche Arten von Gas. Und nochmal, Biogas, Biomethan oder Wasserstoff ist halt etwas anderes, nämlich in Bezug auf den Klimaschutz, als das heutige Erdgas. Und vielleicht zur Abhängigkeit von Russland schon noch ein Wort. Ja, im Moment sind viele natürlich leben in der Erkenntnis, ja, hätte man doch. Erstens war Erdgas aus Russland einfach im Verhältnis zu allen anderen Beschaffungsmöglichkeiten in den USA oder im Norden Europas deutlich günstiger. Und zum Zweiten habe ich nicht wenige Friedenspolitiker immer noch im Ohr, die immer gesagt haben, es kann Frieden in Europa nur mit Russland geben. Und wenn das eine Erkenntnis war, zumindest bis vor kurzem,
dann war es durchaus auch opportun, zu versuchen, mit Russland bei allen Einschränkungen, die man dort machen muss, auch vernünftig den Dialog zu suchen, mit denen zu reden. Und letzten Endes ist Handel und Wirtschaft treiben halt auch schon immer etwas, das in der Regel immer der Friedenssicherung gedient hat. Dass Putin jetzt so auszuckt und für alle überraschend, weil also es haben viele, ich kenne kaum jemanden, der wirklich daran geglaubt hat, dass er diesen Schritt setzen wird. Mhm. Jetzt hat er ein Gesetz, das Gas fließt zwar trotzdem immer noch, aber selbstverständlich müssen wir schauen, dass wir davon jetzt möglichst schnell unabhängig werden. Aber mein Gott, hinterher ist immer leicht gescheit sein, da wissen sie immer alle besser. Zur aktuellen Zeit, wie gesagt, war es einfach A, verdammt günstig, B, ist es immer geflossen die letzten 40 Jahre ohne Probleme und den Russen die Tür oder der russischen Führung die Tür zuzuschlagen, das wäre wohl friedenspolitisch zum damaligen Zeitpunkt sehr unvernünftig gewesen, dass das jetzt so eine Entwicklung nimmt. Das konnte niemand wissen und noch einmal hinterher gescheit sein ist immer leicht.